Herzlich willkommen zur nächsten Hearthstone-Episode hier auf We Play Games for You. Ich bin Soivo. Wir spielen weiterhin mit unserem Arena-Paladin-Deck. Es steht aktuell 9 zu 1. Haben ja das letzte Spiel das erste Mal verloren. War ein bisschen eklig von Anfang an. Am Ende dann noch ein bisschen misplayed, muss ich sagen. Bisschen schade, aber was soll's. Steht immerhin 9 zu 1. Kann ja mal passieren, dass wir da auf den Sack kriegen. War halt die Anfangshand sehr scheiße. Eigentlich wollte ich bescheiden sagen, aber da ist mir scheiße doch rausgerutscht. Was soll's. Paladin gegen Paladin. Gucken wir mal, wie das läuft. Keine Münze. Hammer will ich auf jeden Fall nicht. Ich bin Agentumbeschützer. Ich denke ja. Sehr schön. Hätte ich mir noch eine bessere Karte vorstellen können, aber was soll's. Grüßen wir mal zurück. Er hat auch nichts zum Spielen, das ist ganz gut. Wenn ich Glück habe, spielt er auch nur einen Rekruten. Macht er aber nicht, er holt einen 3-Drop. Oh, das ist ein sehr geiler 3-Drop. Irgendwo, weil ich spiele jetzt einfach den hier. Er kann sich zwar eine Karte besorgen, aber dadurch können wir uns enragen. Das ist sehr gut. Ich wüsste auch aktuell aus seinem ruchlosen Unteroffizier gar nicht, wie er den töten will. Und die hat er scheinbar nicht. Das ist sehr gut. Murloc Gezeitenjäger. Ach du Scheiße. Töten den. Töten den. Und geben dem ein Gottesschild und holen den 1-1-Rekruten. So dass der 2-1er ihn jetzt nicht töten kann, den Worgen. Außer er hat halt irgendeine typische Paladin 4-Drop-Karte à la Waffe, Weihe oder Hammer. Weihe wäre aber ziemlich gut für uns, weil es halt letztendlich für zwei Karten weggeht. Und der seinen 2-1er Murloc trotzdem opfern muss. Vielleicht ist es ein Hammer. Das ist die schlechteste der drei Karten, die ich genannt habe, meiner Ansicht nach. Weil er so die komplette Kontrolle vom Spiel abgibt. Wir könnten auch ihn spielen. Ich denke, er ist ein bisschen cooler, weil wir auch eine Waffe in der Hand haben. Zwielichtrache, interessant. Nicht so geil für uns. Gentum-Kommandant könnten wir spielen, bringt uns nichts. Wir könnten damit reinrennen und mit der Waffe ihn finishen. Bin ich zufrieden mit. Weihe jetzt natürlich wieder eklig. Aber selbst wenn er eine Weihe spielt, ist sein Zug ziemlich gelaufen. Und wir können einen der Dicken nachjagen. Und wenn er einen 2-Drop nachspielen könnte, könnten wir dann mit dem Agentum-Kommandant den 2-Drop töten. Noch ein Hammer? Nee, was zu. Oh, nur zum Schweigen bringen, das ist gut für uns. Das macht gar nichts. Ja, hier ist der Zug schon mal ganz klar. Die Weihe behalten wir auf jeden Fall. So. Ich denke, der Ogre ist die stärkste Karte in dem Moment. Das sieht ziemlich gut für uns aus. Muss ich sagen. Gucken, was er jetzt als nächstes zu bieten hat. Wenn er keine Möglichkeit hat, den Ogre jetzt in dieser Runde zu töten, wird es heftig für ihn, auch mit seinen 8 Karten in der Hand. Da sieht man mal, was eine gute Mana-Kurve einfach bedeutet. Wir kriegen unsere Karten gut rausgespielt und er hat halt einfach die Hand voll und nichts auf dem Feld. Ist ganz gut für uns, denke ich.
Mal schauen, was da noch so kommt. Dicker Spotter. Dick in Anführungszeichen. 5 von 3 ginge. Also was wir auf jeden Fall machen, ist das. Und jetzt ist die Frage, wie wir es spielen. 4 und 4 ginge, bringt mir aber nichts. Ich denke, wir spielen tatsächlich 3 und 5. Opfern den 1-1er und rennen mit dem da rein. Mal schauen, was er jetzt macht. Er muss jetzt im Prinzip das Board clearen, ansonsten... Also er muss diese 4 hier zumindest töten. Ansonsten wird es eng für ihn. Wenn nicht sogar aussichtslos. Gut ist halt, dass wir ihn nächste Runde trotzdem spielen können, obwohl wir den auf dem Feld haben. Das passt aktuell von der Mana-Kosten perfekt. Das ist sehr schön. Er weiß auch nicht so richtig, was er spielen soll. Das ist gut für uns, denke ich. Drohen wir ihm, um ihn noch mehr aus dem Takt zu bringen. Taktik, Taktik, Psycho-Spielchen. Meine Schätzung ist ja leider schon überschritten mit 8 Siegen. Also ich hatte 8 Siege geschätzt und wir haben jetzt schon 9 und das hier riecht stark nach Sieg Nummer 10. Er muss sich beeilen. Vielleicht hat er auch schon aufgegeben und will jetzt mich nur noch abfacken. Das machen Gegner relativ gerne. Und relativ oft, muss ich sagen. Wir haben auf jeden Fall tödlichen Schaden nächste Runde. Auch damit. Danke. Das bringt dir leider alles nichts. Wird den da. Naja, kann er eigentlich nur. Er ist scheißegal, was er töten will. Er tötet sich selber, okay. Alles klar. Runde 10 gewonnen. 11. Match, 10. Sieg. Sehr gut, sehr gut. Ich muss sagen, so hoch bin ich mit meinen letzten Paladin-Decks gar nicht gekommen. Wobei ich aber auch sagen muss, dass wenn ich aufnehme, irgendwie konzentrierter spiele, warum auch immer. Vielleicht, weil ich auch selber dann relativ gesehen viel über meine Züge nachdenke und auch erkläre, warum ich die mache. Wenn ich dann doch alleine spiele, dann spiele ich das meistens so ein bisschen nebenher nur und dann ist das doch ein bisschen schlechter noch. Myself, okay. Alles klar, guter Name. Alter, was ist das denn für eine Starthand? Brauche ich gar nicht drüber nachdenken, dass sie alle weg müssen. Okay, ist ein bisschen besser. Eigentlich ist es viel besser, aber richtig gut ist die Standhand halt noch nicht. Das ist natürlich der ekelhafteste Drop, den er spielen konnte gegen unseren Lepra-Gnom. Aber ich muss ihn trotzdem spielen, weil ich in Runde 3 den da spielen werde. Geht leider nichts drum rum. Ich die ganzen typischen Paladin-Karten auf der Hand habe. Richtung 4 Drop. Ich vermute, dass er gegen den 2-1er Lepra-Gnom traden wird, dadurch sein Schild poppt und wir dann mit dem Wichtelmeister auf jeden Fall ein Viech haben, was einen Schaden machen kann. Das ist aktuell meine ganze Intention dahinter. Wobei das jetzt ein bisschen blöd aussieht. Den können wir schlecht spielen, weil er ihn einfach pingen könnte und dann wäre es richtig eklig, muss ich sagen. Dann spielen wir wirklich lieber sie. Auch auf die Gefahr hin, dass er eventuell ihn pingt und ich einfach nur einen damagen kann. Also sobald ich halt das Vieh Segen der Könige geben kann, ist es halt richtig krass. Okay, interessant. Er pingt nicht, lässt uns einen von beiden töten. Interessante Geschichte. Den müssen wir auf jeden Fall spielen.
Der will natürlich jetzt durch die 1-1er, die ich aufs Feld bringe, Karten ziehen, das ist logisch. Aber meiner Ansicht nach schaufelt er sich da selbst ein bisschen ein Grab. Okay, zieht er eine Karte, das war klar. Meiner Ansicht nach wäre es für ihn am schlausten, wenn er ihn totpinkt und ihn tötet, weil ich ihn dann nicht töten kann. Aus seiner Warte raus. Und er dann dadurch noch eine Karte mehr ziehen kann. Mal schauen, ob er auch schlau genug ist, auf die Idee zu kommen. Das Dingo! Okay, er hat noch einen Spotter. Und er tötet den. Alles klar. Das ist eine gute Karte. Das ist auch eine sehr gute Karte. Ich könnte damit den Tastingo töten, den da reinjagen. Er kann noch eine Karte ziehen. Könnte mit dem Hammer ihn töten, könnte aber dann nur den da töten und er kann nächste Runde meine Wichtelmeisterin töten. Ich könnte den Zug rauf, aber dann ihn töten. Könnte aber sonst nichts spielen. Ich denke, König ist hier die beste Variante. Und ich überlege sogar gerade, den dann noch reinzujagen, damit er keine Karte ziehen kann. Ich denke, das müssen wir sogar machen. Damit er keine weitere Karte for free zieht. Oh, ich bin so ein Depp. Ich kriege ja ein 1-1 heraus. Oh Mann, war das dumm. Oh Mann, da habe ich nicht zu Ende gedacht. Das war ein Fehler, allerdings, aber macht jetzt auch keinen großen Unterschied. Das ist letztendlich ein Damage, der auf dem Vieh fehlt. Und natürlich ein 1-1er, der auf dem Feld fehlt. Ist ein bisschen scheiße, dieser Akolyt gegen meine Wichtelmeisterin. Das ist so ein bisschen Hard-Counter, finde ich. Hard-Counter. Der ist ja noch ekelhafter. Wie spielen wir das denn jetzt? Wie spielen wir das denn jetzt, liebe Leute? Ich bin hier irgendwie total am Schlingern. Ich könnte ihn tot machen, könnte dann ihn tot machen, aber das ihn tot machen macht gar keinen Sinn. Ich könnte ihn aber nicht töten, das ist das Hauptproblem, was ich mit der ganzen Geschichte habe. Oh Mann. Ich könnte ihn töten und mit dem ins Gesicht rennen. Klingt doch gut, oder? Er kann natürlich nächste Runde den da einfach kaputt machen, indem er mit dem Akolyten reinrennt und pingt. Muss ich aber das Risiko eingehen, irgendwo. Sieht wohl so aus, als ob er es machen würde. Okay. Jetzt muss er noch was für den 4-2er haben, ansonsten kann man den Frostwolf-Kriegsfürsten gut töten. Okay. Karten ziehen. Mal gucken, was er mit dem Frostwolf-Kriegsfürst macht. Der rennt uns ins Gesicht. Wie machen wir das? Bin fast dazu geneigt, eventuell ihn einfach nur zu frosten. Ihn Lass hammern. mich nachdenken. Das bringt uns nichts. Wir haben nur 5. Wir müssen es so machen, wir müssen den 6-6er rauskriegen, ansonsten kriegen wir zu viel Damage. Das ist leider so, gegen den Magier. Ich denke, das sieht sehr, sehr düster für uns aus hier in der Runde. Wieder mal. Dadurch, dass er auch wieder so viele Karten auf der Hand hat, da werden sicher einige Zauber, die uns gefährlich werden können, dabei sein. Ich frage mich,
Auch wenn wir zwei Waffen auf der Hand haben, die eigentlich für Tempo sorgen sollten. Aber irgendwie kommen wir gar nicht dazu, sie auszuspielen momentan, weil er so fette Viecher und Pisse da die ganze Zeit hat. Der hat 4 Karten mehr gezogen als wir. Oh Mann, ey. Der scheiß Akolyt gegen unsere Blutwichtel-Tussi. Oh Mann, ey. Das ist sogar ganz gut für uns, dass wir den wegbekommen haben. Das ist eklig. Der ist auch eklig. Vor allem, weil wir ihn nicht hammern können. Guardian, das ist ganz nice. Können ihn auf 5 bringen, das bringt uns leider gar nichts. Ich denke, wir müssen ihn spielen und bringen ihn dann doch auf 5. Okay, so sind wir immerhin wieder relativ voll gesehen, zumindest so gesehen. Wir haben im Prinzip das Gehalt, was er nächste Runde an Schaden machen kann. Mit dem, was er da auf dem Feld hat. Nächste Runde ist halt ein guter Zug für uns, oder könnte ein guter werden, weil wir die beiden spielen können. Gleichzeitig. Und damit sollten wir eigentlich die Chance kriegen, die Kontrolle zu übernehmen. Feuerball, alles klar. Hat er sogar einen Feuerball gezogen. Das ist ganz gut. Und ein scheiß Frostelementar. Fuck you, ey. Fuck you, fuck you, fuck you. Okay. Spielen wir das mal so. Mal gucken, was das jetzt wird. Sieht halt sehr, sehr düster für uns aus, ganz ehrlich. Da gibt's nichts zu beschönigen. Eventuell haben wir nächste Runde einen guten Zug. Je nachdem, was er jetzt spielt. Guter Zug würde für mich heißen, wir können mit unserem Frostelementar den Spotter töten, können mit dem Waffenangriff und dem Hammer des... oh je. Oh Mann. Oh Mann. Ernsthaft? Scheiße, ey. Dunkeleisenzwerg bringt uns nada null nentje. Niente. So rum. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Da geht auch kein Weg dran vorbei. Für die Gerechtigkeit. Den machen wir kaputt. Aber wir sind so low, wir sind so tot. Das gibt's gar nicht. Wir sind im Prinzip halt einfach tot, weil er einfach ein Pyro haben kann. Oder noch ein Feuerball oder Frostbolts und einfach alles, ja. Und wir haben unseren Heal im Prinzip schon draußen mit dem Guardian, der weg ist, der dann Feuerboltet wurde. Ist ein bisschen, ich denke, das wird unsere zweite Niederlage. So dass es dann 10-2 stehen wird. Da haben wir zu lange gebraucht, um irgendwie in Fahrt zu kommen gegen diese Akolyten-Scheiße. Das war echt der Hard-Counter für uns da am Start weg. Bomber, bitte töte ihn nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, natürlich tötet er ihn. Natürlich tötet er ihn. Warum tötet er ihn? Scheiß Bomber, Alter. Oh mein Gott, und wir ziehen eine Karte, die uns tatsächlich fürs Erste weiterbringt. Wir müssen auf jeden Fall den wegtöten, damit er uns nicht mehr frosten kann. Kriegen jetzt 7 Schaden, sind auf einer. Ah, gut, wir sind tot mit Ping. Gut gespielt, fertig. Bringt uns auch nichts, hat uns auch nicht gerettet. Ah, ja. Unser Heal war halt schon draußen. Das war ein bisschen schade. Aber was soll's. Das heißt aber auch gleichzeitig, nächste Episode wird die letzte in dieser Arena-Runde, egal ob es 12-2 wird oder 10-3. Bedanke mich immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.